Früher war man entweder vegetarisch, vegan oder nicht. Heutzutage ist es so, dass viele Leute sagen, sie wollen sich nicht in eine Schublade einordnen lassen und sie verzichten tageweise bewusst auf Fleisch oder nehmen bewusst pflanzliche Alternativen zu sich. Das hat den Namen flexitarisch. Und wir wissen auch von Supermarktketten, dass 80% der Menschen, die vegetarische Alternativen konsumieren, eigentlich Fleisch essen. Ich glaube, man kann sich sowohl tierisch als auch nicht tierisch gesund ernähren, aber so wie die Gewinnung unserer Nahrungsmittel in der industriellen Kette ist nicht meines. Also ich bin jetzt kein streng Gläubiger, zum Beispiel, wenn man jetzt so will, Veganer, aber ich schaue, dass ich Schritt für Schritt Alternativen finde. Sehr viele junge Menschen vor allem viel mehr bewusst sind und dass die Produkte haben sich vervielfältigt. Die Angebote und dass im Generellen ein großes Umdenken stattfindet. Langsam aber sicher, oder? Zu dem Veganen, das ist einfach nur meine Philosophie von dem Leben, dass für alle Produkte, die wir tragen oder das, was wir in die Welt setzen, sollte eigentlich ja, nichts dabei zu Schaden gehen. Ja.